Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches auf guildnews.de. Mein Name ist Herz Melody und ich zeige euch heute den Moosrücken-Schweberochen-Skin, den ihr aktuell für 1600 Edelsteine erwerben könnt. Der ist jetzt neu ins Spiel gekommen und ihr seht ihn gerade schon im Hintergrund und solltet ihn wahrscheinlich auch hören. Und zwar erinnert dieser Skin ein bisschen an einen Seekuh oder einen Seeelefant. Und genau, ich zeige euch den jetzt einmal rundherum erst. Auf dem Rücken hat er, wie der Name natürlich schon sagt, Moos und wir halten uns an so einem, ja, Netz quasi, was wir ihm umgebunden haben, fest. So, von oben sieht er dann so aus. Und von unten seht ihr das jetzt gerade nicht, aber der hat tendenziell keine Färbung von unten. Genau, ihr hört schon, der macht im Hintergrund so Quiekgeräusche. Ich habe das Ganze einmal abgewartet, dass ihr das hört, deswegen nicht wundern. Genau. Beim normalen vor sich hingleiten macht ihr sonst aber keine Effekte. Auch wenn ihr irgendwie hochgleitet oder so nicht. Und auch beim Tauchen macht ihr keinen besonderen Effekt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht beim Aufmounten. Da habt ihr einmal so einen grünen Wirbel quasi um euch drum. Genau. Und ich zeige euch dann noch einmal, wie ihr das Ganze einfärben könnt, denn natürlich könnt ihr den Skin auch wie gewohnt färben. Und zwar hat der dieses Mal vier Farbslots. Wir nehmen dafür jetzt wieder die kunterbunten. Das Grün lassen wir einfach mal grün. Dann färben wir das einfach mal rot. Die Blumen pink und den Rochen an sich blau, damit ihr das auch sehen könnt. Und ihr seht, ihr könnt einmal den Rochen an sich einfärben. Einmal quasi das Moos auf seinem Rücken, die Blumen auf seinem Rücken und einmal hier diesen Gurt, an dem wir uns festhalten. Das sind quasi die vier Farbkanäle. Genau. Verratet uns in den Kommentaren gerne mal, wie ihr das fandet, beziehungsweise ob euch der Skin gefällt oder nicht, ob ihr ihn euch vielleicht sogar gekauft habt. Liken und abonnieren nicht vergessen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!